50. Jahrelang haben die Siegermächte uns Bau und Kauf von neuen Flugzeugen verboten. Nun jedoch verblassen die Erinnerungen an den Krieg. Wir werden endlich wieder wie eine anständige Nation behandelt. Und wie jede anständige Nation braucht auch Deutschland eine Fluggesellschaft für den schnellen, effizienten Passagiertransport. Wir haben die ehrenvolle Aufgabe, ein neues Linienflugnetz aufzubauen und dafür zu sorgen, dass die Welt zusammenrückt. Heben wir ab. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Und wir befinden uns jetzt in Mission Nummer 5 der Europa-Kampagne. Und diese Mission, das ist so, finde ich persönlich, die schlimmste Mission im ganzen Spiel. Ihr fragt euch jetzt warum. Ja, das ist ganz einfach. Der Gewinn dieser Mission kann am Ende relativ langwierig werden, weil der Faktor Glück da ein bisschen mitspielt, das richtige Timing ein bisschen mitspielt. Und das wird hier wirklich zum Problem. Also Geld ist hier kein Problem, gar nichts, sondern am Ende ein bisschen Glück und Timing. So, wir gucken uns mal die Mission an. Es gibt insgesamt 5 Medaillen zu holen. Die erste Medaille ist, bringe das erste Flugzeug vor 1955 in die Luft, also hat man nur 2 Jahre dazu. Dann Geld verleiht Flügel, nehme 50 Millionen mit deiner Fluggesellschaft ein. Entwicklungshilfe liefere die geforderten Güter in die DDR, das ist so eine Zusatzmission. Drehscheibe, lass mindestens 1000 Passagiere in Köln landen. Und dichter Verkehr, besitze eine Flotte von mindestens 15 Flugzeugen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle 5 Medaillen holen werden. Das ist jetzt zwar eine hochgestochene Ankündigung, aber wir werden das einfach mal versuchen. So, wir starten die Mission jetzt einfach mal. Eine erfolgreiche Fluggesellschaft braucht Flughäfen, Flugzeuge, Personal und natürlich Kunden. Die kommen nicht von allein, sondern müssen erstmal zum Flughafen finden. Allerdings hat der Vorstand bei der letzten Versammlung durchblicken lassen, dass wir sparsam wirtschaften sollen, bis sich das Geschäft rentiert. Daher stehen uns für die Anbindung des Flughafens nur beschränkte Mittel zum Bau von Bus- und LKW-Stationen zur Verfügung. Außerdem ergibt es kaum Sinn, neue Flughäfen zu bauen, solange wir kein ausgebildetes Personal haben. Schreiten wir also möglichst rasch zur Tat und starten wir das Training. Und wie schon bei der letzten Armee herausfinden, wie das überhaupt geht. Wir brauchen Piloten, Flugbegleiter und Bodenpersonal, sprich Leute, die was vom Fliegen verstehen. Wir wollen schließlich für unsere erstklassige Qualität bekannt sein und nicht für unsere Pannen. Wir haben ein Trainingszentrum im Heimatflughafen in Köln eingerichtet, indem unsere künftigen Mitarbeiter in den nächsten Monaten ihre Trainingseinheiten absolvieren sollen. Jetzt hat er mich dreist unterbrochen. Was ich sagen wollte, ist, es ist wie bei der Inselmission in der Amerikampagne auch, dass man hier nur eine begrenzte Anzahl am Anfang an Bauzeugs hat. Das heißt, man kann nur eine gewisse Anzahl an Bushaltestellen und LKW-Stellen bauen. Und muss damit ein bisschen wirtschaften. So, und wir brauchen jetzt erstmal Arbeiter, die wir hier zum Flughafen nach Köln bringen. Dafür gucken wir natürlich erstmal, wo ist denn was in dieser Stadt. Und ja, es werden Arbeiter gebraucht. Die kommen natürlich, wo kommen die her? Das sind natürlich ganz normale Leute, die in Köln wohnen. Und die müssen wir jetzt nach hier bringen. Und dafür haben wir nur 10 Stationen zur Verfügung, Bus- und LKW-Stationen. Wir brauchen aber gar nicht so viel. Kann ich auch verraten, wir brauchen ein bisschen weniger. Wichtig ist einfach nur, dass wir hier alle grünen Bereiche damit abdecken. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir bauen jetzt mal hier ein paar Bushaltestellen. So, bauen wir eine mal hier hin. Dann bauen wir noch eine hier hin. Bauen hier noch eine hin. Hier drüben noch eine. Dann bauen wir hier noch eine hin. Und natürlich die letzte da oben. Und die bauen wir auf die rechte Seite, dass sie quasi am
Bahnhof ankommen. So, das nächste, was wir machen müssen, ist kurz mal eine Straße bauen. Ich glaube, das ist die mittlere, die hier steht. Ja, genau. Dass wir hier eine Verbindung machen, dass das einfach hier funktioniert mit diesem Rundverkehr, was ich immer ganz gern habe. Und wir brauchen noch ein Depot. Geld müsst ihr eigentlich nur am Anfang drauf achten. Das wird später überhaupt kein Problem mehr. Das kann ich euch auch schon verraten. So, haben wir das auch? Jetzt brauchen wir ein paar Busse. Da können wir ruhig gleich die schönsten nehmen, die wo viel reinpassen. Hier diese saure Tücher. Und davon bauen wir mal 6 Stück. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sollte erstmal reichen. Und die brauchen natürlich auch eine Linie. Und die, da geht ihr jetzt einfach im Kreis die ganzen Haltestellen ab, sodass am Ende ein wunderbarer Rundkurs dabei herauskommt. So, fertig. Jetzt geben wir der Linie natürlich noch einen Namen. Und das sind ja quasi, was sind das? Einwohner Köln. Also ich würde sagen, das ist einfach nur die ganz normalen Einwohner Köln. Und die fahren zum Airport. Fertig. Dann könnt ihr gleich, wisst ihr gleich, was diese Linie macht. Und wir können mal die Geschwindigkeit jetzt auf normal stellen, dass die mal losfahren. Und jetzt brauchen wir ja erstmal 50 Personal. Das dauert einen Moment. Also stellen wir die Geschwindigkeit mal hoch. Und bevor ich euch gleich kurz alleine lasse quasi, noch der kurze Hinweis, wenn euch das Video gefällt, dann vergesst nicht einen Daumen hoch da zu lassen. Ihr dürft auch gerne Anregungen, Wünsche, Kritik, was ihr besser machen würdet, ob ihr das anders gemacht habt in der Mission, könnt ihr alles in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr es noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns doch auch einfach. Dann verpasst ihr nämlich keins unserer Videos mehr. Wir haben ja mehrere Transportfieber-Serien und auch ganz, ganz viele andere coole Spiele, die wir bei uns im Kanal von DZFM Gaming vorstellen. Und da freuen wir uns, wenn wir euch in unserem Abo-Bereich begrüßen dürfen. Und jetzt müsste es eigentlich auch gleich soweit sein, dass hier die ersten Personen sich an diesen Bushaltestellen einfinden, die dann nach Köln Flughafen zum Arbeiten wollen. Müssen wir jetzt einfach einen Moment warten. Und dann sollte das funktionieren. Warum fährt er eigentlich nur ein? Ach, weil die anderen Busse nicht zugewiesen sind. Jetzt, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So, da seht ihr, hier sind die ersten Personen. Wir warten jetzt auch, bis die ersten Personen im Prinzip am Flughafen angekommen sind. Und dann lasse ich euch kurz alleine. So, der Bus hat die ersten Personen mit dabei. Warum stehen die hier schon wieder? Eieiei, da geht schon der Stau los. Also wir werden später auch hier aufs Tram ausbauen, weil einfach dann das Ganze ein bisschen schneller geht. Und mehr ist es auch erstmal nicht. Also die Mission fängt relativ entspannt an. Ist eigentlich die ganze Zeit entspannt. Nur, wie gesagt, das letzte Ziel ist etwas von dem Faktor Glück und Timing betroffen und deswegen macht es das so schwer. So, jetzt müssten auch gleich die ersten Personen am Flughafen ankommen. Zack, da sind die ersten da, 4 von 50. Und damit ihr nicht warten müsst und das Video nicht zu lang wird, melde ich mich wieder, sobald wir kurz vor den 50 Personen sind oder wenn was anderes passiert. Also dann, bis gleich. So, das geht ja ratzfatz hier. Also es sind jetzt gerade mal 3 Monate oder so vergangen. Und es fehlen nur noch 2 Personal, die trainiert werden müssen. Und das dürfte schon der nächste Bus sein, der das da bringt. Und dann können wir die Zeit wieder kurz anhalten, weil dann werden wir die nächsten Aufgaben bekommen. Und um das erste Flugzeug 55 in der Luft zu haben, Sehr lohnt schön. es sich einfach, immer Unser wenn neue Personal Missionen kommen, ist die ausreichend Zeit kurz ausgebildet. anzuhalten. Sie bringen den Vogel heil in den Himmel und wieder herunter. Und die Kotztüten sind auch bereit. Es ist an der Zeit, abzuheben.
Endlich können wir die erste Fluglinie einrichten. Das Bauprojekt für den neuen Flughafen wurde genehmigt und nun stehen uns auch endlich mehr Ressourcen für eine bessere Anbindung an die Stadt zur Verfügung. Ja, und das machen wir jetzt. Jetzt geht es um Hamburg. Und Hamburg ist die Stadt hier drüben. Da brauchen wir jetzt einen Flughafen. Und da ist es wichtig, wo ihr diesen Flughafen baut. Warum ist das wichtig? Wir werden später in einigen Städten zwei Flughäfen besitzen. Und dementsprechend müssen wir platzsparend arbeiten. Und bauen den ersten Mal so hier hin. Was wir dann auch noch damit machen, ist, wir rüsten ihn direkt auf drei Terminals aus. So. Weil es werden nachher viele, viele Flugzeuge auf vielen, vielen Linien unterwegs sein, die brauchen einfach dementsprechend Platz, deswegen gleich aufrüsten. Genau dasselbe machen wir übrigens auch noch mit Köln, bevor wir es vergessen. Das ist ja auch noch auf ein Terminal ausgebaut. Wir bauen auch das auf drei Terminals aus, sodass auch hier viele starten und landen können. Das nächste, was wir natürlich in Köln noch machen müssen, haben wir ja in Köln auch schon gemacht, das müssen wir in Hamburg auch noch machen, ist erstmal fliegende Kunden an den Flughafen ranbringen. Wir können nämlich jetzt auch ein paar mehr Bus- und LKW-Stationen bauen. Dafür verlegen wir aber erstmal eine Straße, da reicht auch eine kleine. Es wird sich euch gleich erschließen, warum ich die hier baue. Ich möchte einfach auch hier wieder so einen Rundkurs haben und da ist das nicht die schlechteste Möglichkeit, mit so einer kleinen Straße dafür zu sorgen. So, jetzt brauchen wir hier natürlich erstmal Haltestellen. Eine da. Auch hier achten wir erstmal drauf, dass diese erste Linie nur, also beziehungsweise überwiegend, die Einwohner zum Flughafen bringt und keine, ja, Geschäftsleute und ähnliches. Zack, das reicht schon an Stationen. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch ein Depot. Und können jetzt hier ruhig 8 Busse draufsetzen. Da haben wir jetzt auch schon die 9 Busse bekommen. Weil die Strecke ist hier deutlich länger, da können wir ruhig 8 draufsetzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die kriegen eine neue Linie. So, wir müssen alles verschieben. Erst dahin, vom Tulpenweg über die Schulstraße, über den Fliederweg, über den Heideweg, die Bahnhofstraße, den Tannenweg, bis zur Königsberger Straße, wo da der Flughafen ist. So, ist das auch eingerichtet. Und wir haben dafür gesorgt, dass hier die nächste Linie steht. Und jetzt können wir auch schon gleich die erste Medaille uns organisieren. Dafür gehen wir nochmal kurz nach Köln, weil dort will ich den ersten Flieger bauen. Da kaufen wir jetzt nämlich erstmal ein Flugzeug. Und da gucken wir wirklich, wer die meisten Passagiere transportieren kann. Und da seht ihr, die Lockheed Super Constellation ist da einfach die beste. Zack, da ist die erste Medaille. Bringe das erste Flugzeug vor 1955 in die Luft. War ja ganz einfach. So, die braucht jetzt natürlich noch eine Linie. Und die haben wir jetzt auch hier. Und das ist die Linie Köln-Hamburg. Hamburg Süd ist das ja, um genau zu sein. Das ist die erste Linie. So, wir brauchen ja am Ende 15 Flugzeuge. Und wenn wir damit ordentlich Gewinn erwirtschaften sollen, und wir haben ja auch noch genug Geld, bauen wir jetzt hier noch ein zweites Flugzeug, auch eine Lockheed. Nur die bauen wir in Hamburg, nicht in Köln. Die kaufen sie. Und die geht auch auf die Linie. Und dann haben wir da schon mal zwei Flugzeuge, die immer hin und her fliegen. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich die Linie eigentlich jetzt auch benannt hier oder habe ich die vergessen? Ne, die habe ich noch nicht benannt, die müssen wir natürlich auch noch benennen.
Das ist die Linie Einwohner HH. Einwohner nach HH Airport. Dann wissen wir nämlich auch, was das ist. Jetzt hat alle drei Linien benannt und fertig, sehr lack. So, jetzt, wenn ihr in Hamburg sind, dann seht ihr, hier ist ein Fragezeichen und das wird das nächste sein, was wir nebenher machen. Da sind nämlich auch Medaillen zu holen. Gucken wir uns mal an, was da zu tun ist. Während im Westen alles wie geschmiert läuft, darben die armen Knilche im Osten. Jetzt wird sogar eine Mauer gebaut, damit ihnen die Leute nicht scharenweise weglaufen. Eine ausgezeichnete Gelegenheit, um Geschäfte zu machen. Wir könnten die Ostler an unserem Wohlstand teilhaben lassen. Für Bares, versteht sich. Allerdings sollten wir uns nicht erwischen lassen. Die Sozialisten verstehen keinen Spaß. Mit jeder Ladung, die im Osten ankommt, steigt das Risiko, erwischt zu werden. Liefern wir in allzu kurzen Abständen, fliegen wir vermutlich auf. So. Das heißt, wir sollen hier diese Waren von hier nach Schwerin liefern. Dazwischen ist ja hier irgendwo diese Grenze angedeutet. Ich glaube, das hier soll das Grenzhäuschen sein oder so. Mit der Mauer, die da gebaut war, damals in der DDR. Und dafür brauchen wir natürlich ein Truck Center. Und da empfehle ich euch gleich, das Große zu bauen. Warum und weshalb? Da kommen wir später drauf. Aber hier ist das Große die bessere Wahl. Da oben haben wir schon ein Truck Center, da wo wir es hinliefern sollen. Das brauchen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir hier nur noch so ein Depot natürlich, ne? Bauen wir einfach hier dran. Und dann lassen wir auf dieser Strecke insgesamt, boah, ich würde mal sagen, 4 LKWs fahren. Waren von hier nach da. Und dann lassen wir die Zeit einfach mal wieder laufen und gucken, was passiert. Müssen hier natürlich auch auf das Risiko achten. Das aktuelle Risiko ist niedrig, das heißt, momentan können sie fahren. Und wenn das Risiko höher wird, dann müsst ihr einfach mal kurz die Züge anhalten. Beziehungsweise die LKWs. Und unsere Flieger fliegen jetzt auch los. Jetzt sollten da auch bald Passagiere hingebracht werden. Und dann löbt das. Ihr seht, unser Ziel ist jetzt quasi, dass wir damit 2 Millionen Gewinn machen. Momentan sind wir natürlich bei einem Minus von 9,8 Millionen. Aber das wird sich ändern, macht euch da keine Sorgen. Zeit lassen wir mal auf schnell laufen. Und ich melde mich wieder, wenn die Waren fast fertig geliefert sind oder was Interessantes passiert, denn sonst wird das Video einfach deutlich zu lang. Also dann, bis gleich. So, wir sind kurz davor, die 100 Waren zu liefern. Mit den 4 LKWs funktioniert das wirklich gut, weil die Pausen zwischen den Lieferungen groß genug sind, dass die Gefahr, erwischt zu werden, nicht auf hoch ansteigt. Und dementsprechend läuft es ganz sicher ab. Jetzt kommt der letzte LKW da noch rein mit Waren. Und dann ist diese Mission abgeschlossen. Und die Linie ist nach wie vor erträglich, weil man jetzt nämlich nicht mehr erwischt werden kann. Jetzt fährt ihr einfach weiter Geld ein, das ist sehr praktisch. Und ihr bekommt auch gleich die zweite Medaille für die Entwicklungshilfe. Das war nämlich die DDR-Mission. Ja, und jetzt ist aber weiter warten angesagt. Das werden wir jetzt auch gleich tun werden. Was ich euch aber noch zeigen möchte ist, es hat sich ein bisschen was an den Flughäfen getan. Ihr seht, hier sind immer genug Passagiere da, um die Flugzeuge voll fliegen zu lassen. Und auch hier sind genug Passagiere, das heißt, die Flieger gehen immer voll raus. Und dementsprechend seht ihr, wie schnell jetzt dieses Minusgeschäft sich in ein Plusgeschäft entwickelt. Das geht jetzt ratzfatz. Und wenn hier was Interessantes passiert oder wir die 2 Millionen Gewinn erwirtschaftet haben, dann melde ich mich wieder. Aber bis dahin lasse ich euch mal in Ruhe. Und was ihr dann sehen werdet nachher, wenn wir diese 2 Millionen Plus haben, dass unser Kontostand auch ganz ohne Darlehen in extreme Höhen schnellt. Also dann, bis gleich. So, Freunde, ihr seht,
Der Kontostand ist fast wieder auf unserem Startkapitalniveau, ohne jegliches Darlehen aufgenommen zu haben. Und auch der Profit hat sich um einiges geändert. Ja, wir sind jetzt ja kurz davor, diese 2 Millionen zu erreichen. Ich denke, einmal müssen beide Flieger noch landen. Dann ist das gegessen. Man sieht aber auch sehr, sehr schön, dass diese Flieger natürlich, wenn die in der Luft sind, extrem hohe Betriebskosten haben. Ihr müsst mal gucken. Wir waren gerade bei 1,2 Millionen, als die frisch abgeliefert haben. Am Plus, wie das jetzt wieder runtergeht. Ja, jetzt sind wir bei 800.000, aber die Taktung ist so gut, die landen jetzt schon wieder und dann könnte es sein, dass mit dieser Runde jetzt schon die 2 Millionen geknackt werden. Die beiden Flieger, die landen ja ziemlich parallel an den jeweiligen Flughäfen, sodass immer von beiden das Geld reinkommt. Ja, das könnte reichen. Und es Die reicht. erste Linie ist ein voller Erfolg. Zeit zu expandieren. Der moderne Mensch von heute ist schließlich in der ganzen Welt zu Hause. Oder zumindest im ganzen Land. Der Vorstand hat uns weitere Flughäfen und Busstationen genehmigt. Wir sollten alle restlichen Städte anschließen und verbinden. Denn wer vom Aufschwung profitieren will, sollte am besten überall gleichzeitig sein. Jet Set nennt man das heutzutage. Und wir machen es möglich. Genau, und jetzt fängt der schwere Teil der Mission an, denn diese Reisebereitschaft erhöhen in diesen drei Städten, das ist wirklich schwierig, aber es geht. Also irgendwann bekommt man es dann hin. Wir werden jetzt erstmal Stuttgart natürlich anbinden. Bauen da jetzt erstmal einen Flughafen. Also ist aber sehr, da müssen, oh, das wollte ich nicht. Man muss natürlich gucken, dass man einen Standort wählt, wo es nicht ganz so teuer ist. Und ihr seht schon, in Stuttgart ist ein Riesenproblem des Terrain. Das macht den Flughafen in Stuttgart wirklich teuer. Aber es geht. Also man kriegt ihn irgendwann ran. Mal gucken. Mal gucken, wegen mittleren Flughafen. Nee, 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 du, da passt der auch nicht hin. Da müssen wir ein Stück. Ach, guck mal hier, den können wir ein bisschen außerhalb bauen, dann passt das. So, das ist Flughafen Stuttgart. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen, dass es auch verschiedene Flughafenarten gibt. Das ist gerade mir aufgefallen. So. Jetzt müssen wir natürlich den als allererstes mal mit Bus und Bahn anbauen. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder diverse Haltestellen und auch die setzen wir erstmal, ich betone das mit erstmal, nur in die Wohngebiete rein. Die sind in Stuttgart ja relativ gut verteilt über die ganze Stadt, also es wird sich nicht vermeiden lassen, dass ihr auch ein bisschen blau oder gelb mit reinnehmt, aber versucht zumindest einigermaßen das Ganze schön an die Wohngebiete ranzusetzen. So, jetzt brauchen wir noch ein Depot. Und bauen hier erstmal 8 Busse. Wobei wir können gleich 10 bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die kriegen jetzt klar eine Linie. Sehr schön.
benennen wir natürlich auch noch Einwohner Stuttgart. Einwohner Stuttgart. Obwohl, die brauchen wir, das können wir hinten ran schreiben. Einwohner nach Stuttgart Airport. Dann nehmen wir das ST Airport. Gut, dann haben wir das nämlich auch angeglichen. Jetzt müssen wir natürlich auch dafür noch sorgen, dass auch Flieger fliegen. Und da wären es jetzt an der Zahl direkt 4. Wir machen jetzt hier, es sind übrigens neue Flieger gekommen. Müssen wir mal gucken, welchen wir da nehmen. Also mal ganz ehrlich, die ist halt deutlich schneller, die Havilland Comet. Aber das brauchen wir nicht. Wir bauen auch noch immer noch diese günstigen hier. Passen mehr Leute rein, ist zwar ein bisschen langsamer, macht nichts. Bauen wir hier in Stuttgart gleich 2 Stück. Jetzt mache ich die Zeit mal kurz auf Pause, weil ich will die wieder gleichzeitig starten lassen. Wo sind denn die anderen Städtchen hin? Einmal nach von da nach da. Das ist dann quasi Stuttgart Richtung Köln. Und Flugzeug Nummer 4 bekommt auch eine neue Linie. Und zwar von Stuttgart nach, ihr werdet es ahnen, Hamburg. Auch das bekommt natürlich einen Namen für die Linie. Sehr schön. Jetzt machen wir natürlich genau dasselbe noch in Köln. Kaufen auch da noch einen Flieger, eine Lockhead. Wir haben ja das Geld und das Geld kommt ja auch danach noch rein. Das ist jetzt quasi, wird auf die Linie Stuttgart-Köln gesetzt. Dann fliegen sie sich da auch entgegen. Und wir brauchen hier natürlich auch noch ein Flugzeug für Linie Stuttgart-Hamburg. Zack, fertig. Ist der Lack. Jetzt können wir die Zeit auch wieder laufen lassen, weil wir haben viel Geld investiert. Das muss jetzt auch wieder reinkommen. Na, können wir gleich auf Full Speed laufen lassen. Jetzt gucken wir mal, dass wir in Stuttgart. Was bringen mir die Einheitswagen, wenn ich keine Züge bauen kann? Mensch. Ich wollte gucken, dass wir in Stuttgart noch schnell den Flughafen ausbauen, wenn die Flieger weg sind. Der ist nämlich nur auf ein Terminal momentan ausgestattet. Das ist eigentlich zu wenig. Dann müssen wir auch noch investieren. Ich will die auf 3 Terminals ausgerüstet haben. Tada! So, und jetzt stellt sich nämlich die große Frage, wie bekommen wir eine Reisebereitschaft in Stuttgart? Ich verrate es euch, ihr müsst dafür sorgen, dass es sich lohnt, nach Stuttgart einkaufen zu gehen. Klingt blöd, ist aber so. Ihr werdet sehen, dass Stuttgart zwar jetzt ein bisschen auf 1%, ein paar Prozentpunkte holt, aber es wird nicht reichen, um eben die 15%, die man erholen soll. Oder waren es 10%? Ich bin mir gar nicht sicher jetzt. Ne, die 10%, dafür wird es nicht reichen. Wir gucken jetzt mal gerade uns das an. Auf wie viel es hochgeht. Und wir werden sehen, es wird sich so bei 5% bis 6% auch einpendeln. Köln und Hamburg sind weniger das Problem. Das Hauptproblem ist definitiv Stuttgart.
Wir uns auch nochmal die Medaillen an, was wir noch machen sollen. Wir sollen 50 Millionen einnehmen mit der Fluggesellschaft. Das ist ganz einfach zu holen. Lass mindestens 1000 Passagiere in Köln landen. Das passiert auch mit der Zeit. Und die Flotte von 15 Flugzeugen, ja, das kann man ja beeinflussen. Wir haben momentan 6, da werden es dann auch noch mehr werden. Aber momentan sind andere Dinge einfach mehr wert. Also wie gesagt, Stuttgart wird jetzt noch so auf 6, vielleicht 7 Prozentpunkte ansteigen. Genauso wie Köln, aber das war's dann. Den Rest muss man manuell machen. Aber jetzt lassen wir uns erstmal ein bisschen Geld erwirtschaften und ich melde mich gleich wieder, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe und für größere Investitionen bereit bin, weil die größeren Investitionen, die hat es gleich wirklich bitter nötig. Also dann bis gleich. So, da sind wir wieder und wir können jetzt mal anfangen, ein bisschen zu investieren. Wir haben ja gut Geld jetzt. Und wir werden jetzt erstmal dafür sorgen, dass Köln über die 10% kommt. Hamburg ist nie das Problem. Hamburg wird die ganze Zeit über 10% bleiben, da müsst ihr nichts machen. Aber in Köln und Stuttgart muss man was machen. Und was muss man da machen? Wir müssen uns erstmal angucken, wo hier was ist. Und da sehen wir, hier sind die Gewerbegebiete. Und wenn wir Köln anklicken, dann sehen wir, Gewerbegebiete nehmen Waren, haben momentan noch ein schlechtes Einkaufsverhalten. Das muss man ändern. Dazu brauchen wir jetzt ein LKW-Terminal. Da reicht in dem Falle ein kleines. Und das müsst ihr so platzieren, dass es möglichst viel von diesem Gewerbegebiet einnimmt. Ja, irgendwo hierhin. Das ist schweineteuer, aber ihr müsst es so zentral setzen. Die 5 Millionen müsst ihr investieren. Und jetzt ist quasi das komplette Gewerbegebiet fast eingeschlossen von dieser LKW-Station. Und hier drüben ist ja unsere Warenfabrik, die auch ordentlich produziert. Und da werden wir jetzt einfach mal ein paar LKWs kaufen, so 10 Stück, die Waren transportieren sollen. Waren, 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 und da sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir fangen mal mit 10 an. Die kriegen eine neue Linie, ist ja klar. Und zwar von hier nach hier. Und die Linie benennen wir jetzt in dem Fall auch. Das sind die Waren nach Köln. Zack. Jetzt reicht es aber noch nicht, was wir hier gemacht haben, sondern wir brauchen jetzt hier auch noch Bushaltestellen. Da brauchen wir aber nicht ganz so viele. Wir haben ja schon ein paar. Und da ist jetzt wichtig, dass ihr darauf achtet, vor allem die blauen Gebiete abzufahren. So. Bauen wir hier noch eine hin. Und hier oben, das reicht schon. Und dann bauen wir hier 6 Busse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die kriegen eine neue Linie. Und zwar Flughafen. Und dann die ganzen blauen Haltestellen, die wir gerade gebaut haben, einfach abfahren. Wir benennen sie auch noch. Gewerbe. Airport. So. Und jetzt wird sich in Köln die Reisebereitschaft in Kürze auch erhöhen. Denn wenn die ersten Waren eintreffen von unseren LKWs, dann lohnt es sich jetzt nämlich auch nach Köln zu fliegen. Zum Einkaufen. Ja, und das erhöht natürlich die Reisebereitschaft in den anderen Städten, weil hier endlich auch Waren verfügbar sind. Das werdet ihr gleich sehen, dass das funktioniert. Hamburg seht ihr auch, die Reisebereitschaft sich schon massiv erhöht. Köln ist gerade noch bei 0%, das wird sich aber auch ändern. Und wir haben noch 12 Millionen, da können wir uns mal um die Medaille noch kurz kümmern. Die
zu holen ist mit den 15 Flughäfen, mit den 15 Flugzeugen. Dazu bauen wir jetzt aber erstmal hier noch einen zweiten Flughafen, weil die Flughäfen haben sonst zu viel Warteschleife. Bauen dann einen mittleren genau auf die gegenüberliegende Seite vom anderen Flughafen, sodass quasi die Haltestelle für beide Flughäfen gilt. Auch den Flughafen bauen wir sofort auf drei Terminals aus und kaufen da jetzt erstmal drei Flieger. Aber wir können eigentlich gleich, nee, drei reichen. Eins, zwei, Das Geld drei. zerrinnt uns Ah. zwischen den Fingern. Wir sind demnächst pleite. Kredit Die brauchen wir Leute, die keinen. bereit sind, unterwürfigst zu betteln, lassen unsere Geldgeber einen kleinen Überbrückungskredit Neue sprechen. Linie von hier nach Hamburg. Das ist quasi Köln, Hamburg Airport. Und eine zweite neue Linie von Köln nach Stuttgart. Dann haben wir noch einen Flieger übrig und den lassen wir jetzt einfach mal im Kreis fliegen quasi. Der darf jetzt mal alle abfliegen. Von Stuttgart, von Köln über Stuttgart nach Hamburg und von dort wieder nach Köln. Und die nennen wir einfach mal Rundflug. Zack, und wir haben wieder drei Flugzeuge gekauft. Jetzt haben wir insgesamt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, neun, ne? Neun müssten es sein. Können wir ja nachgucken. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Genau, neun sind es. Jetzt fehlen nur noch sechs Flugzeuge. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle machen, auch wenn die jetzt schon gut Kohle verdienen. Aber da muss noch ein bisschen mehr her und da müsst ihr ja nicht mehr dabei sein. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld farmen und ich melde mich gleich wieder. So, wir haben wieder 11 Millionen. Das heißt, wir können wieder ein bisschen was investieren. Und das, was wir in Köln gemacht haben, machen wir jetzt natürlich auch in Stuttgart. In Stuttgart gucken wir auch mal, wo hier die blauen Gebiete sind. Die sind ja vor allem hier in dem Bereich. Und da bauen wir jetzt auch ein LKW-Terminal rein. Auch da reicht ein kleines. So, hier ist doch ganz gut. Da haben wir dann quasi das komplette Gebiet abgedichtet. Und jetzt bauen wir nochmal so 15 LKWs, die eben Waren nach Stuttgart liefern. Ihr seht, dass Stuttgart auch über 10% ist, aber eben Köln massiv abgefallen ist. Warum ist Stuttgart jetzt über 12? Ja, weil die nach Köln zum Einkaufen fliegen können. Und Köln ist bei null. Warum? Weil die haben ja alles. Warum sollten sie wegfliegen? Aber wie es in der Warenwelt auch ist, wenn es woanders was Cooleres gibt, dann fliegen wir dahin. Wir haben jetzt auch neue LKWs hier. Die können wir gleich mal 15 Mal kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und die kriegen eine neue Linie. Ihr werdet es schon ahnen. Von hier nach hier mit Waren. Und dann dürfte auch in Köln das Ganze wieder steigen. Jetzt müssen wir aber hier noch ein bisschen was umbauen. Und zwar momentan müssten ja, wenn die jetzt nach Stuttgart wollen, die LKWs einmal komplett durch Köln durchfahren. Da
Das ist natürlich eine teure Geschichte, eine langsame Geschichte, weil da gibt es Stau und so weiter und so fort. Deswegen bauen wir, wie in der wahren Welt, auch eine typische Umgehungsstraße. Und da nehmen wir auch gleich die mit der höchsten Geschwindigkeit. Und wir gehen, würde ich mal sagen, einfach von hier ab. Und ziehen jetzt als Verbindung quasi einfach nach drüben durch. Oh, hier habe ich ein Stück vergessen. Boah, das werde ich nie verstehen, warum dann diese Kurven da reinkommen. Zack, Umgehungsstraße gebaut. Die LKWs müssen nicht mehr durch Köln durch, wenn sie nach Stuttgart wollen, sondern können jetzt dann hier abbiegen Richtung Stuttgart und sparen sich den Stau in Köln. Das macht wirklich viel, viel aus. So, wir haben noch einen Flughafen, den wir bauen können und den machen wir natürlich da, wo wir Probleme bekommen, nämlich in Stuttgart, weil Hamburg, wie gesagt, nie ein Problem, aber Stuttgart ist ein Problem, was mit der Erreichbarkeit ist. Und deswegen kriegen die einen zweiten Flughafen. Na, kriegen wir nicht an die Stoffe, wir kriegen an die Straße ran. So. Dieser Flughafen wird jetzt natürlich mit den Gewerbegebieten verbunden. Den Personenflughafen haben wir ja schon, da sind auch gut Passagiere da. Dementsprechend bauen wir jetzt hier auch noch ein paar Bushaltestellen, die vor allem die Gewerbegebiete abfahren. Mal bauen wir mal hier eine. Da eine, hier vorne eine, dann geht das Gewerbegebiet ja nach hinten weiter. Da noch eine hin. Da und da, fertig ist der Lack. Jetzt das LKW-Station haben wir schon hier. Da setzen wir. Oh, ich habe natürlich jetzt nach einer Station. Ah, die wichtige Station habe ich vergessen, nämlich die am Flughafen. Zack. Und wir setzen da mal so 10 Busse drauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Die kriegen eine neue Linie. Und zwar zu diesem Flughafen und dann durch die ganzen blauen Gebiete. Und das ist echt lustig. Ich werde hier jetzt schon gefragt beim Aufnehmen, ob man mir nicht zugucken kann. Also ich habe schon ein paar Fans, das freut mich natürlich sehr. Aber ich bin momentan nicht im Stream drin. Also das geht jetzt leider nicht. Tut mir sorry. Und das ist jetzt Waren. Ah nee, wie heißt das? Doch. Wie nennen wir das denn? Doch, nennen wir Waren. Oh nee, Geschäft. Geschäfte nennen wir das. Geschäfte für Stuttgart. Die Linie ist auch gesichert. Jetzt bauen wir den Flughafen natürlich auch noch, so bevor wir es vergessen, auf drei Terminals aus. Tada! Und wir können die nächsten Flieger bauen. Neun haben wir ja schon. Und erstmal wird es wohl nur einer, denn wir werden eine Boeing bauen. Die ist nämlich, obwohl Betriebskosten sind ja auch deutlich teuer. Mal gucken. Nö, wir bauen wieder die hier. Eine, aber erstmal nur, und die kriegt eine neue Linie, und zwar fliegt die dann erstmal von Stuttgart nach Hamburg. Und jetzt müssen wir erstmal wieder Geld farmen. Und bis das Geld gefarmt ist, lasse ich euch kurz alleine und melde mich gleich wieder. Bis gleich. So, wir haben wieder ein bisschen mehr Geld, ja, 10 Millionen. Das heißt, wir können jetzt hier anfangen, weiter auszubauen, dass wir auch hier Flieger noch bauen können. Und zwar kaufen wir da jetzt gleich den nächsten, der dann natürlich von Stuttgart nach Köln fliegt, da auf den Zweitflughafen, da ist noch mehr Platz.
Und ihr seht auch Köln jetzt bei 5%, Stuttgart bei 13%. Also alles gut. Und wir haben mittlerweile 11 Flugzeuge, das heißt noch 4 bis zu dem Erfolg und die werden wir auch noch holen. Das ist klar, nur momentan müssen wir mit dem Geld natürlich ein bisschen haushalten. Aber einen können wir noch machen. Dann kaufen wir da nochmal ein und den lassen wir gleich mal von Stuttgart nach Lüblüm. Ich wollte eigentlich nach Stuttgart-Hamburg machen. Den da. Sehr schön. Jetzt haben wir 6, 11 und 23. Also auch Köln wird langsam ein bisschen besser, was die Reisebereitschaft angeht. Aber da ist in beiden Städten noch relativ viel zu tun. Und jetzt kommt dieser Faktor, den ich am Anfang dieses Let's Play schon erwähnt habe, ins Spiel, dass jetzt sehr viel Glück und Timing gefragt ist. Denn jetzt ist es schwierig, gleichzeitig alle drei auf 10% zu bekommen. Wir werden es jetzt sehen, dass Köln mal über 10 kommt, dann kommt Stuttgart mal wieder über 10, aber dann fallen sie wieder unter 10. Und diesen Moment zu erwischen, dass alle drei über 10 sind, das ist die Herausforderung hier, an der wir jetzt noch ein bisschen basteln müssen. Aber momentan ist es gar nicht so schlimm, dass das noch nicht passiert, denn uns fehlen ja auch nach wie vor noch ein paar Flieger. Wir zählen mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Drei Flieger müssen wir noch bauen. So oder so, bevor wir hier die Mission abschließen können. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Kohle. Und ja, ich lasse euch kurz allein quasi. Beziehungsweise ich melde mich gleich wieder, wenn ich den nächsten Flieger leisten kann. Ganz kurzer Zwischenbericht, ihr seht's, ne? Drehscheibe, Erfolg erreicht. Wer hätte es erwartet? Lasst mindestens 1000 Passagiere in Köln landen, war ja nur eine Frage der Zeit. So, wir haben wieder Geld für einen Flieger. Und was habe ich in der Zeit erst noch kurz gemacht? Ich habe noch vier LKWs auf die Linie nach Köln gesetzt, die Waren transportieren und noch 8 Richtung Stuttgart geschickt. Und soll ich euch was sagen? Ich habe tatsächlich jetzt alle drei über 10%. Also es könnte jetzt schon reichen. Das heißt, wir müssen jetzt schnellstens Flugzeuge kaufen, dass wir das überhaupt noch abschließen können. Also das ging beim letzten Mal deutlich schwieriger. Nicht mal den Erfolg mit dichter Verkehr und Geld verleiht Flügen gemacht. Wir haben 1970. Also ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber es ging diesmal wirklich Und es schnell. sind dank der ausgezeichneten Wirtschaftslage sehr viele. Wie gesagt, dichter Verkehr ist einfach so, dass wenn ihr langsamer seid, ne, in dieser Mission, was normal ist. Also das letzte Mal habe ich die Mission auch im Jahr 2050 beendet. Dann ist das gar kein Problem. Da baut er einfach 15 Flugzeuge. Da war ich ja gerade auch noch dran. Und Geld verleiht Flüge. Das geht halt auch über die Zeit. Kommt dann mit der Zeit einfach, dass man die 50 Millionen einnimmt. Diesmal hatte ich einfach Glück, dass sehr, sehr schnell diese 10% in allen drei Städten passiert sind. Und ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.